Ich hab mich ultra lang davor gedrückt. What the fuck, Digga? Du hast ja keinen Fahrrad weg oder so, ne? Ah, ist deiner umgekippt? Ich glaub schon. Digga, hatte der Weigesänger oder sowas an? Einen wunderschönen guten Abend, YouTube. Wie geht es dir an diesem wunderschönen Tag? Wie man sieht, es ist nicht gewohnt hell, sondern es ist stockduster. Das liegt daran, dass es tagsüber viel zu heiß ist, um Motorrad zu fahren. Also ich kann keine Videos über den Tag drehen, weil es in München nicht mehr normal ist, wie heiß es ist. Das Schöne ist aber, es ist Freitag. Das heißt, Stadt wird was los sein, vor allem jetzt mit den Lockerungen etc. Vielleicht sehen wir ja was Hübsches. Es sind ein paar Sachen bei mir in meinem Leben passiert, über die ich eigentlich reden könnte. Unter anderem geht's bald wieder zur Inspektion für Schatzi. Ja, nächsten Mittwoch, das ist in ein paar Tagen, steht die Inspektion an. Ich habe mich ultra lang davor gedrückt, weil sie beim letzten Mal 660 Euro gekostet hat, wo ich mir dachte, Bruder, ich zahle für eine Inspektion beim Auto 300 Euro, warum soll ich mehr als doppelt so viel beim Motorrad zahlen? Aber habe ich mich überwunden hinzugehen und hat mir die ganz nette Dame gesagt, dass es beim letzten Mal die Hauptinspektion war. Die steht jetzt nicht an, deswegen wird der Preis sich nur auf 220 Euro belaufen. Bruder, ging es mir danach gut. Tag instant gerettet. Aber noch am gleichen Tag war dann wieder die komplette Laune weg. Ihr müsst euch vorstellen, es war Mittwoch. Ich hatte ganz gediegen frei und dachte mir, komm, am Abend machst du dir eine Pfeife an. Zwar ultra umständlich, aber wir können uns eine Pfeife anmachen und ganz gediegen rauchen, Digga. Mache ich. Rauche ich auch echt chillig, so für eine Dreiviertelstunde. Und ihr müsst euch vorstellen, seit 3 Jahren rauche ich in meinem Zimmer. Ich mache das Fenster auf Kipp und es gab noch nie Probleme damit. Nur jetzt hat sich nicht nur der Allmann über mir gegen mich verschworen. Nein, die Wohnung hat auch noch was gegen mich. Geht einfach der Rauchmelder nach 3 Jahren an, während ich da ganz chillig am Rauchen bin. Erstmal halbe Panikattacke davon bekommen, dann aufgestanden mit dem Schlauch. Irgendwie da oben rumgefummelt, den Rauchmelder auszubekommen. Digga, jetzt muss ich den Rauchmelder entweder abmachen, während ich rauche, oder ich muss halt mit komplett geöffnetem Fenster rauchen. Das kann ich aber nicht immer machen. Wenn es regnet, dann kann ich halt nicht das Fenster aufreißen. So beim sonnigen Wetter habe ich gar kein Problem. So habe ich dann auch weiter geraucht, weil ich hatte keinen Bock am Abend da irgendwie oben rumzufummeln und versuchen, den Rauchmelder abzubekommen. Nicht, dass ich irgendwie einen Fehlalarm auslöse oder so, während ich da oben drauf bin. Aber das ist, also, Sachen gibt's, ne? Erster Nachbar, jetzt der Rauchmelder. Was kommt als nächstes, Digga? Wahrscheinlich Stromausfall, wenn ich den Kohlekocher anmache. What the fuck, Digga? Das ist halt einfach lebensmüde. Du hast einen Fahrradweg und überholst mich einfach von rechts. Wenn man nach Hund im Duden sucht, dann sieht man ein Bild von dem. Ohne Spaß. Das ist die Polizei. Das heißt, wir müssen ein bisschen leiser sein. Mensch. Andere Leute werden jetzt halb rausgerostet und hätten Road Rage gemacht. Aber ich bleib cool. Alles cool, Digga. Kann jedem mal passieren. Ah, mir ist gerade gefallen, was der dritte Punkt, wenn ich erwähnen wollte. Die Kameraperspektive ist vielleicht gerade ein bisschen komisch. Vielleicht passt sie nicht optimal. Das liegt daran, dass diese GoPro-Halterung, also nicht die Halterung an sich, sondern das Ding, was in die Halterung reinkommt. Du hast ja keinen Fahrradweg oder so, ne? Also das Ding, was in die Halterung... Schala, Digga, ich kann nicht mal reden. Also eigentlich solltet ihr weiter vorne rüber gehen. Nächster Versuch. Das Ding, was in die GoPro-Halterung reinkommt, ist einfach abgebrochen. Ich habe mich schon gewundert, warum das so easy reingeht und nicht so laut knackt wie davor immer. Ja, moin, es war einfach die ganze Zeit komplett locker. Die GoPro hätte jederzeit einfach komplett wegfliegen können. Ja, okay, nicht jederzeit. Es hatte schon noch Halt, aber nicht mehr hundertprozentigen Halt. Aber mir ist halt null aufgefallen. Erst letztens, als ich die wieder abgenommen habe, sehe ich so, einer von den Ärmchen geht einfach komplett ab. Ist so, alles klar, Digga. Ah, ist deiner umgekippt? Ich glaube schon. Um die Story jetzt zu beenden, ich habe jetzt so ein neues Ding, was ins Mount reinkommt. Und das ist halt nicht so geil wie das davor. Plus, ich muss es da umstellen, plus, es ist nicht so flexibel. Bla 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 bla. Ich bin noch dran. Irgendwann wird es wieder gut sein.
Ich habe die gerade nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob sie einen Gasstoß haben wollten oder nicht. Ja, du hast rot, du Hund! Digga, da ist gerade der Gang rausgesprungen. Und das war ohne Spaß keine Absicht. Immer wenn sowas passiert, denke ich mir halt so, Junge, das kann ja gar nicht gut enden, die Inspektion. Die werden wahrscheinlich tausende Fehler finden, Mann. Digga, hatte der Weigesänger oder sowas an? Der hatte so eine fette Box, glaube ich, auf dem Rücken und da kamen komische Töne raus. Naja, YouTube, ich mache mich auf Weg nach Hause. Ich habe brutal Hunger. Wobei ich gerade nachdenke, ob ich mir was zu essen holen soll, weil ich eklig schlafen. Ist aber auch egal, was ich jetzt mache. Video ist vorbei. Kanal abonnieren, Video anschauen, Like, Kommentar schreiben. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.